Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Dead Rising 2. Ich muss weiterhin nachsynchronisieren, weil ich aus Versehen bei Preps die Aufnahme des Mikrofons ausgestellt habe und dann habe ich das Let's Play aufgenommen und ja, das war dann so eine Sache, ne? Das geht noch bis Part 14 Mitte oder so, dass ich nachsynchronisieren muss, deswegen, das ist ein bisschen scheiße. Ja, wie gesagt, hier Terry und Villa muss ich retten. Und das ist hier erstmal so ein bisschen rumgefehle, weil ich muss zum Safe House, dann habe ich das hier erstmal nicht gefunden. Villa ist da übrigens dann verletzt. Das heißt, ich muss sie tragen. Und ja, ich fail dann gleich erstmal beim Laufen. Ich gucke hier noch über die Map. Hab von nichts eine Ahnung. Und ja. Ne? Mach mal hinne. Und mach nicht so eine Kacke. Jetzt kannst du auch langsam wieder Tab drücken, damit die Karte auch verschwindet. So. Ich habe das jetzt hier. Das Spiel ist da abgestürzt. Und dann bin ich im Untergrund nochmal dann halt respawned. Ich habe auch meinen Fisch wieder. Und dann combine ich hier mal kurz die Cement Saw mit einem Sawblade. Und dann bekommt man einen Ripper. Mach ich ihn an und töte natürlich ein paar Zombies damit. Bekomme auch 50 PP. Aber der ist der halt nicht so ganz handlich. Und wie ihr gerade seht, Case 3-1. Boom Boom. Nee, ich sag immer Boom Boom Town. Boom Town ist noch ganz voll. Ja, das wird mir nachher aber ziemlich zu Verhängnis, dass ich mir denke, ja, ist voll, hast du Zeit. Ne? Jetzt hier einmal Exit. Ich habe das gewundert, wie krass viele Zombies hier waren. Muss ich natürlich ein paar PP verdienen. Und, ne? Dum, dum, dum. Ja. Ich wurde übrigens da gerade in Steam angeschrieben. Das habt ihr wahrscheinlich gehört. Ich hoffe, dass ihr da nicht denkt, ihr wurdet in Steam angeschrieben. Das habe ich nämlich bei anderen Let's Playern so. Also in Steam ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn die in Skype angeschrieben, ich denke jedes Mal, ich bin in Skype angeschrieben worden. Naja, jetzt habe ich gesagt, nehme ich nochmal das Squash-Sign, werf das da in die Menge rein, erwischt sogar noch zwei Zombies und werf meine Mistgabel einfach mal bei einem in den Zombie. Ja, aber dann hatte ich keinen Bock mehr und bin weitergelaufen. Gesprungen. So, jetzt hier einmal ein Ladescreen zur South Plaza. In diesem Let's Play sind jetzt ungefähr 4 Minuten vergangen. Ich will wieder Villa retten. Ja, Lady, okay, bla bla. Villa has joined. Join Bonus 6000 PP. Und, was ich jetzt gemacht habe, keine Ahnung. Ach so, jetzt, sie muss ja so. Ich muss sie ja tragen. Dann frage ich mal kurz Terry. Die schlagende Bauarbeiterbraut. So. Und jetzt fail ich erstmal beim Laufen. Ja? Ich laufe hier lang. Lauf lang. Töte keine Zombies. Guck gleich nochmal auf die Karte. Und komme dann an einem ganz besonderen Punkt wieder raus. Also soweit ich mich erinnern kann. Ich hatte das so super überbrückt, dass ich da was so erzählen konnte, aber jetzt beim Nachsynchronisieren, puh, keine Ahnung. Ich glaube, da hinten sind jetzt noch Räuber, die ich kurz töte. Ah ja, genau.
Da töte ich mal kurz die Räuber da und schlage da einen ganz wundervollen Weg ein. Schön mit dem Vorschlaghammer. Ne? Da muss man auch mal durchgreifen bei sowas. Hol mir noch ein bisschen Geld und denk, geil, da ist ein Weg. Dann nehme ich mir erstmal hier meine Villa und laufe diesen wunderschönen Weg lang. Und ja, so. Da sind wir halt. Können wir noch weiterlaufen? Gucke ich auf die Karte. Denke mir, ja, okay, ist voll der perfekte Weg. Bla. Und, ich bin im Kreis gelaufen. Ne? Kommt auch mal vor. Ist ja kein Ding oder so. Ja. Realisiere dann auch, dass ich im Kreis gelaufen bin. Und fahre mit dem Maus dann den. Bin ich dann gerade den richtigen Weg abgefahren. Das heißt. Oh, bin ich wieder müde. Um 21:15. Ja, jetzt habe ich festgestellt, dass ich dann noch was treten konnte. Und, Lauf, Schlampe, lauf. Mit diesem schönen Borat-Arsch. Ich ziehe mir übrigens im. Ich weiß nicht, ob es in diesem Let's Play ist oder im nächsten. Auf jeden Fall, ich ziehe mir wieder normale Skater-Klamotten an. Also, ich persönlich trage keine Skater-Klamotten, aber halt, das sieht hier so am besten aus, in dem. Was es hier so anzuziehen gibt. Und ich bin wieder müde wie sonst was. Ja, dann geht's hier auch gleich mal weiter. Mit der schönen Villa auf dem Rücken. Ja. Und dann sehe ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Mein Safe House ist nämlich nicht da, sondern da ganz weit hinten. Und ich habe nur mehr. Und wie ihr rechts schon seht, Find Katie Sunbreaks. Ist schon rot. Und ich habe noch diese scheiß Villa auf dem Rücken. So. Jetzt muss ich noch einmal schnell durchs Casino laufen. Dachte mir ja, du hast Zeit. Es ist rot, aber du hast Zeit. Ja, war am Ende dann halt nicht so. American Casino. Ja, ja. So, jetzt hier einmal die Rolltreppe, der Geschwindigkeitsboost. Und ja, ne? Ich gucke nochmal auf die Karte. Geht's ganz locker weiter. Zombies können mir nichts anhaben. Und ja, ich hatte Zeit. Ja. Lauf und laufen und laufen. Laufen. So laufintensiv dieses Spiel. Und dann muss ich auch noch so einen scheiß Bauarbeiter-Girl auf dem Rücken tragen. Und ja. Da hatte ich mir überlegt, ob ich mir so ein Schwert mitnehme. Aber das habe ich ja aus Versehen abgesetzt. Und weiter geht's. Hatte ich mir überlegt, ob ich so ein Schwert mitnehme. Aber habe ich dir gedacht, wegen der Zeitnot, nimmst du mal lieber nicht. Läufst du einfach. Ja. Time until military arrives. Immer noch über 50 Stunden. Und jetzt laufe ich auch mal zum Safe House. Find Katie Sunbreaks. Ist dann noch rot. Und jetzt will ich hier mal die Villa. Ne? Gleich auch in die Sicherheit bringen. Hier und ich dachte, ich habe gleich auch noch Once Bitten gemacht, weil ich dachte, der hat Zombrex, aber der hatte dann doch keinen Zombrex und dann habe ich nur noch mehr Zeit verloren und ja. Dann bringen wir die hier erstmal kurz weg. Safe House.
Na, thank you so much. Escort complete. Und dann gehen wir auch direkt mal wieder raus. Oder? Ich dachte, ich hatte Zeit. Dann erstmal hier once bitten, weil ich unbedingt Soundbreaks brauchte, aber ich wusste nicht woher. Aber was ich jetzt gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Ja. Dann haben wir jetzt auch hier noch zwei so Waffen. Und ich glaube. Und wir haben noch den Fisch. Das ist ganz wichtig. Das kommt erst danach. Ja, ich da habe gerade überlegt, wegen einer Cutscene. Aber die kommt erst danach. Jetzt beeile ich mich. Jetzt wollte ich mich erstmal beeilen, halt Zombrecks zu bekommen. Und habe überlegt, jetzt so, wo in aller Welt bekommst du Zombrecks? Jetzt und noch schnell die andere Kleidung geholt. Dafür ist dann Zeit. Lauf mir nicht mehr in diesem Borat-Scheiß rum. Ja. Ja, und jetzt ist wieder eine elende Lauferei. Und dachte ich mir, once bitten. Bitten. Zombrecks. Zombies. Da bekommst du schon den Zombrecks. Hab dann gemerkt, ja. Oder nee, ich habe erstmal gespeichert, ja. Ja, wie gesagt, kurz gespeichert. Und fertig gespeichert. Und, ich dachte mir, once bitten. Na, der hat bestimmt Zombrecks, ja. Dann laufe ich erstmal nach oben. Ja, scheiß Zombie, den Kopf abgetreten. Jetzt hier einmal den Stock, das Stockwerk hoch. Statt mir Katie Zombrecks. Wo bekomme ich Zombrecks her? Keine Ahnung. Ich habe keine 25.000, um mir das in einem Pawnshop zu kaufen. Und jetzt sehe ich Jared. Hey Buddy, are you okay? Und ich wurde wieder ins Team angeschrieben. Und ich dachte, ich bekomme durch den Zombrex und jetzt will er auch noch Zombrex haben. Nee. Immer noch nicht. Und jetzt erst recht nicht. Und jetzt immer noch nicht. Und dann war ich hier am Überlegen, wo bekomme ich Zombrex her? Jetzt will ich ja angerufen. Dass ich nur noch eine Stunde Zeit habe, Katie Zombrex zu holen. Aber wo bekomme ich Zombrex her? Ich werde gleich etwas überspringen und das werde ich euch dann erklären, warum ich das gemacht habe. Naja, ich wusste hier erstmal keine Ahnung, was ich machen sollte. Und ja.